Mentale Tools ist eine Sammlung, die sich bei mir aus verschiedenen Situationen und Erfahrungen entwickelt hat. Das Wichtigste dabei ist, eine positive Grundhaltung zu haben. Klingt einfach, muss man sich aber ab und zu wieder in Erinnerung rufen. Zu den Tools selber. Eins davon ist positive Formulierung. Falsch formuliert ist, zum Beispiel in Bezug auf Fehler, ich will keinen Fehler spielen. Korrekt formuliert wäre, ich spiele einfach alles richtig. Beispielsweise Performance. Falsch formuliert ist, ich bin nervös, es lenkt mich alles ab, ich bin überhaupt nicht in meinem Spiel inne. Korrekt formuliert wäre, ich bin ruhig, fokussiert und ich bin voll in der Musik drin. Ein weiteres Tool ist der zeitliche Buffer. Das können kurze Inputs sein von Sachen, die werden passieren. Beispielsweise, im nächsten Tag, das Triolenbreak startet auf 2 und. Was auch kann sein, ist, dass man zum Beispiel auf einer Partitur eine Stelle markiert hat. Das gibt einen Auslöser, wenn ich kurz drauf schaue. Im nächsten Takt aufs 3 den Akzent spielen. Ein weiteres Tool ist mental üben. Dort lese ich Partituren, stelle mir zum Beispiel Bewegungen vor und tue mir auch vorstellen, wie es klingt. Des Weiteren im Ablauf hin auch wieder kurze Inputs an dieser und dieser Stelle. Da muss ich dann dran denken, das und das folgt. Oder wenn es dort über die Linie springt, aufs Eis, muss ich dann dieses und selbst machen, auf dass ich das präsent habe. Und das letzte Tool wäre Luftdrums. Das ist Spielen in der Luft, häufig ein Groove oder ein Feeling und so weiter. Es geht darum, die Bewegungen zu simulieren und rhythmisch im Kopf eben zu singen. Das Fazit von dem Ganzen. Gedanken sind immer mit Emotionen verknüpft. Und die geben eben ein besseres oder ein schlechteres Gefühl. Und das wirkt sich auch auf den Körper aus. Darum, cool bleiben, Sachen analysieren, die richtigen Schlüsse daraus ziehen, positiv formulieren und dann einfach weitermachen.